Ja, danke schön für die freundliche Einführung. Ich bin ja vor gut 1,5 Jahren in den Ruhestand getreten mit 70 und habe das auch sehr ernst genommen. Das ist jetzt die einzige Ausnahme, die ich in dieser Zeit gemacht habe, dass ich öffentlich auftrete. Und ich tue das, weil mir das Thema ein Anliegen ist. Ich war jetzt eigentlich aufgrund der Vorverabredung eher auf ein kollegiales Gespräch im kleineren Kreis eingestellt. Es freut mich natürlich, wenn so viele daran Interesse finden. Ich bitte trotzdem um Verständnis, dass ich weniger eine Einführung in verschiedene Dinge mache, als eher aus der Kollegenperspektive über dieses Dilemma-Konzept und seine Geschichte sprechen werde. Dass ich wenig für die Einführung tun muss, das verdanken wir unter anderem eben dem Buch, auch aus diesem Hause, Wege aus beruflichen Zwickmühlen. Ich möchte das sehr empfehlen. Es liefert etwas, was mir immer schwer fällt, den Referaten zu liefern, nämlich anschauliche Beispiele, obwohl all diese Konzepte aus der Praxis heraus geboren wurden. Es gibt in mir eine Hemmung für Vorträge, mir Beispiele auszudenken, die mir auch in der Vorbereitung jetzt wieder aufgefallen ist. Ich habe das nie lösen können, aber nachdem es wahrscheinlich mein letzter Vortrag ist, muss das auch nicht sein. Und es ist einer der Wege aus der Hilflosigkeit, wenn man einfach gar nicht mehr was an sich von sich erwartet. Also dieses Buch hat also viele anschauliche Beispiele. Es hat wirklich gut verständliche Erläuterungen. Und es bietet viele Perspektiven für die Beratung. Ich sage erst mal ganz kurz eine erste Beschreibung, was eine Zwickmühle ist. Und das ist auch aus diesem Buch, ist das Zitat meiner Kollegin Angelika Glöckner, die dieses Zwickmühlenkonzept übernommen hat und hervorragende Arbeit im therapeutischen Zwickmühlenbereich macht und auch Fallstudien geschrieben hat. Eine Zwickmühle ist ein Geflecht von Konstruktionen, die Auswegslosigkeit zur Folge haben. Jetzt ist es ja so, speziell im wissenschaftlichen Kontext, ein Konzept fängt ja normalerweise mit einer scharfen Definition an, was man genau weiß, was es ist und was es nicht ist. Man nennt das randscharf. Aber wenn man die Ränder kennt und definieren kann, heißt man noch lange nicht, dass man versteht, was es im Wesentlichen bedeutet. Für die Wesensbedeutung geht es eher um eine kernprägnante Beschreibung. Und meist ist es dann eine Umschreibung des Konzepts, das Verstehen möglich macht, ohne dass nachher eine haarscharfe Definition aus der Sache rauskommt. Also es geht mir auch heute darum, das, was ich in diesen Jahrzehnten zu dem Thema erfahren habe, als Fahrgefühl zu vermitteln. Und ich hoffe sehr, dass in dem Konzeptbereich vieles weiterentwickelt wird, denn Dilemmata haben wir auf der Welt wahrlich genug auf allen Ebenen, individualpsychologisch wie auch. Theresa May wird heute, glaube ich, auch mit dem Dilemma-Konzept etwas anfangen können. Also es ist auf allen Ebenen, von daher ist es kein klinisches Konzept in erster Linie, aber natürlich kann es auch in der klinischen Arbeit verwendet werden. Das Problem ist, dass eine Zwickmühle auch kein einfaches Ding auf einer Ebene ist. Wenn ich im Leben und als Helfer einer Zwickmühle begegne, dann findet die meist auf verschiedenen Ebenen ineinander verschachtelt gleichzeitig statt. Ich sage immer so salopp, eine Zwickmühle kommt selten allein. Das heißt, Dilemmata, wenn sie mal im Raum sind, stecken an und wecken bei anderen Dilemma-Landkarten und Dilemma-Erlebnisse. Das ist das Ungute daran. Speziell, wenn man eine Fortbildung zu Dilemma macht, hat man nach kürzester Zeit, befindet man sich in einem Knäuel von Dilemmata. Das Schöne an der Sache ist aber auch, dass Dilemma-Lösungen und eine Kultur und eine persönliche Haltung des Umgangs mit Dilemmata genauso ansteckend ist. Unser Slogan am Institut ist ja, Kultur entsteht durch Kultur und Beispiele machen Schule. Das heißt, wenn an einzelnen Beispielen
man Wege aus dem Dilemma-Zirkel findet, dann begreift es der Kopf, aber es begreifen auch die Gefühle und die Seele, dass es, wie man damit umgehen könnte, welche Haltungen vielleicht helfen könnten. Und das breitet sich dann sehr schnell untereinander auch aus. Deswegen lohnt es sich, in guten Umgang mit Dilemmata kulturell zu investieren. Und da scheint es ja auf dieser persönlichen Trainingsebene Programme zu geben. Insgesamt ist natürlich wichtig, die Sache über das persönliche Training hinauszuheben und eine gemeinschaftliche Umgangsweise mit Dilemmata zur DNA der Organisation zu machen. Aber das ist eine komplexe Angelegenheit. Kultur ist ja auch nicht so ein randscharfer Begriff. So, was will ich jetzt ich habe es nicht geübt, aber ich nehme an, dass ich mit einer Stunde hinkomme. Was will ich jetzt heute erreichen? Eigentlich, weil ich das wahrscheinlich nicht mehr referieren werde, denn eine Übergabe meines Standes der Erfahrung, und das ist zum Teil fragmentarisch, bruchstückhaft. Ich versuche davon so zu erzählen, dass es anregt und Weiterentwicklung jedes Einzelnen oder auch wissenschaftliche, konzeptuelle Weiterentwicklung ein bisschen anregt. Das war jetzt schon der letzte Punkt. Dazu werde ich, weil Sie das sicher nicht präsent haben, erstmal das Konzept des Dilemma-Zirkels kurz erläutern. Und im Laufe dieser Stunde möchte ich mein Anliegen, die ich mit diesem Konzept verbinde, verdeutlichen. Ich glaube, es hat auch einen biografischen Hintergrund. Ich war ein miserabler Patient und Fletcher wird sich vielleicht daran erinnern, an unsere gemeinsame Weiterbildungsgruppe. Ich passte irgendwie nie in die für unser eins als Erlösung vorgesehenen Schemata. Und wie das damals üblich war, haben das die Therapeuten relativ persönlich genommen und darin ein Beziehungsproblem, das in die Beratungsbeziehung hineingetragen wird, gesehen und mich aus diesem Beziehungsproblem heraus versucht zu therapieren, was bei mir auf ziemlich wenig Gegenliebe und Funktion gestoßen ist. Und da habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich dann meine Helfer nicht anders zu helfen wussten, dass sie das Problem bei mir abgeladen haben. Ich kriegte dann Diagnosen wie frühkindliche Störungen und sowas ab und fühlte mich eigentlich oft auch ziemlich alleingelassen. Und zudem zu den Unlösbarkeiten, von denen ich selbst nicht wusste, worin die bestehen und warum die eigentlich so sind und was es eigentlich genau zu lösen gäbe, kamen immer auch noch die schlechten Gefühle, ein resistenter Patient zu sein. Und die Jahrzehnte mit dieser Beschäftigung sind vielleicht die Rache. Ich möchte auch immer wieder schildern, wie uns Dilemmata in der Praxis begegnen und wann wir es merken und wie wir dann darauf reagieren können. Und dann haben wir eine Reihe von Fragen an unsere Selbststeuerung und an die Beziehungsgestaltung rund um Dilemma. Als ich Dilemma noch richtig gelehrt habe, habe ich normalerweise mit verschiedenen kleinen geleiteten Fantasien angefangen. Das mache ich aber heute nicht, weil, wie ich Ihnen sagte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann jede Menge Dilemma-Dynamiken in den Raum kriegen, relativ groß. Und heute wird nicht die Möglichkeit sein, damit umzugehen. Nur damit Sie ein bisschen eine Vorstellung davon kriegen, und ich will auch ein paar didaktische Anregungen geben für die Schulung bezogen auf Dilemmata. Ich habe mich jetzt an drei Fantasien entwickelt. Das erste habe ich immer vorgespielt. Das sind Dilemmata, die vorwiegend auf mentale Unlösbarkeiten beruhen. Da kann man sich eine Litfaßsäule so rundherum vorstellen. Und ich habe dann immer einen Betrunkenen gemimt, der also irgendwann plötzlich sich gefangen fühlt und ewig um das Ding rumläuft und immer nur Wand vor sich hat, um schließlich erschöpft aufzugeben und zu sagen, eingemauert. Die zweite Art von
Dilemmata, die manche Aspekte davon fasst, kann man sich so vorstellen, ich müsste mich über einen Abgrund schwingen und es sind drei Seile, die ich zusammen brauche, um an der richtigen Stelle rüberzukommen. Wenn ich mich sehr anstrenge, kann ich zwei dieser Seile greifen. Und wenn ich die dann habe, ist es zu weit zum dritten. Aber ohne das dritte komme ich nicht rüber. Und wenn Sie nach innen schauen, werden Sie vielleicht unmittelbar einen gewissen Mangel an Zuversicht für die Lösung des Problems sehen. Und wenn man sich überlegt, ist klar, ich muss aus dem Modus, so mit den Händen die Seile einsammeln zu wollen, raus. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass ich die zwei, die ich jetzt Gott sei Dank schon zusammen habe, vielleicht auch erst wieder loslassen muss, damit ich in einen anderen Modus, aus dem heraus vielleicht eine Lösung ist, kommen kann. Und das Nicht-Loslassen-Können ist ein Teil der Mechanismen, mit denen man sich in Dilemmata festhält. Und etwas dramatischer habe ich als drittes ein Bild beschworen. Es brennt hinter dir am Kaufhaus. Durch den Brand hat sich etwas in der elektrischen Schaltung des Kaufhauses verändert. Die elektrischen Türen haben sich geschlossen und alle drängen voller Verzweiflung gegen dieses Glas, das sich öffnen soll. Aber die Tür würde sich öffnen wegen der Verkehrung, wenn alle zusammen zurücktreten könnten. Vielleicht kapieren das noch die Ersten, aber die Nachdrängenden nicht. Also auch eine Situation, die ausgesprochen dilemmahaft ist. So, ich hoffe, dass es ein bisschen zum Anspüren war, aber nicht genug, dass eigene Dilemmasituationen für Sie zu nahe kommen. Ja, so jung war ich mal. Also die deutsche Version des Aufsatzes ist tatsächlich 1986 erschienen. Verfasst habe ich es damals zusammen mit meinem jüngeren Kollegen Klaus Jäger für ein europäisches TA-Journal. 1984 war das. Und weil das schon damals relativ gut gefallen hat, bekam ich auch den ersten Wissenschaftspreis der Europäischen Transaktionsanalyse-Gesellschaft, den ich hier voller Stolz entgegennehme. Ich möchte kurz auf die Vorgänger, an die ich mich erinnere, für mein eigenes Dilemma-Konzept hinweisen. Das eine, was damals jeder kannte, ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, die Doppelbindungstheorie hieß das, ich weiß nicht, ob man es Theorie nennen sollte, von Gregory Bateson. Wir fanden das damals ganz toll in den Anfängen der systemischen Therapie, die logische Unverträglichkeiten in Wirklichkeiten zu studieren und dass die tatsächlich eben extreme psychische Ausnahmezustände hervorrufen könnten. Nur kurz zur Erinnerung, es gibt vier Elemente, die diese schwere Bedrängnis auslösen können. Das sind widersprüchliche Botschaften, also Dinge, die nicht zusammenpassen, von denen ich aber glaube, sie beantworten zu müssen. Ich darf diese Widersprüchlichkeit nicht ansprechen, vielleicht auch, weil sie mir gar nicht recht klar ist. Ich spüre nur die Folgen in mir. Ich empfinde aber intensiv die Notwendigkeit, diesen widersprüchlichen Anforderungen irgendwie zu entsprechen und ich kann mich nicht aus dem Feld entfernen. Das wurde damals dann wirklich mit logischer Widersprüchlichkeit untersucht. In der Transaktionsanalyse gibt es auch einen Vorläufer, das nennt sich Corner Games. Spiele in der Transaktionsanalyse sind im Äußeren soziale, im Inneren psychische Muster, die zu Schwierigkeiten führen. Und die hat Eric Byrne unter dem Begriff Spiele und wie sie innen und in sozialen Beziehungen inszeniert werden, untersucht. Und die Corner Games, das ist eine Kategorie, die sich damit beschäftigt, wie man in eine Ecke gerät, aus der man
kein Entrinnen finden kann ohne Sprengung des Rahmens. Und der Versuch, den Rahmen zu sprengen, das kann natürlich oft, was eigentlich im Prinzip notwendig wäre, kann oft als sehr gestörtes Verhalten in Erscheinung treten. Es gibt auch Nachläufer des ISB-Dilemma-Konzepts. Ich verweise da jetzt nur auf zwei davon, bis hin die letzte Veröffentlichung dazu 2008. Sie brauchen sich das jetzt nicht alles zu merken. Das hier ist die Webadresse unseres Campus, also isb-w.eu und dann Campus. Und da finden Sie hunderte von Materialien, Videos, Audios, Schriften. Das können Sie auch gut durchsuchen nach Suchbegriffen, wie zum Beispiel Dilemma. Und Sie werden auch dieses Video und das, worauf ich verwiesen habe, dort dann finden, wenn Sie das nachfassen wollen. Ursprünglich galt es ja als ein mentaler Ansatz. Es sind die Logik der Unverträglichkeit und die Idee könnte sein, dass wenn ich die Logik der Unverträglichkeit identifiziere, kann ich sie auch auflösen. Also von daher ein vorwiegend mentaler Ansatz, der aber in höchster Bedrängnis vorwiegend nicht funktioniert. Ich habe versucht, um es einfach zu machen, dieses System, das zu Unlösbarkeiten führt, als Gleichungen, die man sammeln kann, zu beschreiben, also Dilemma-Gleichungen. Also zum Beispiel, wenn ich Probleme habe, mich auf eine gute Weise selbst zu vertreten, kann das daran liegen, dass ich zwei Gleichungen in mir habe, die mir gar nicht recht klar sind und die ich von daher auch vielleicht schlecht hinterfragen kann. Nämlich, wenn ich Dominanz zeige, bin ich ein Unmensch. Das will ich ja nicht sein. Verzichte ich aber auf Dominanz, fühle ich mich wie ein Schwächling. Und das will ich auch nicht sein. Also zwei Unverträglichkeiten, die dadurch entstehen, dass in mir Bedeutungsgebungen in meiner Landkarte sind, die so vielleicht gar nicht sein müsste, wenn ich auf die Idee käme, diese Bedeutungsgebungen zu hinterfragen. Manchmal kann ich die rein intellektuell hinterfragen und sagen, ach, stimmt, es ist eigentlich gar nicht so, dass ich ein Unmensch bin, wenn ich dominant bin. Ich kenne ja Leute, die sind dominant und die kommen mir sehr menschlich vor. Aber manchmal sind solche Gleichungen natürlich auch aus emotionalen Erfahrungen heraus geboren. Und dann ist es oft nicht einfach, an diese Gleichung dranzugehen, ohne gleichzeitig mit den emotionalen Erfahrungen umzugehen. Und das machen ja viele Formen von Psychotherapie und Beratung. Ein zweites, sehr kleines Beispiel. Ich mache die Inhaltsanalyse sehr kurz, weil ich auf den Zirkel möchte. Aus dem Unternehmensbereich, wenn ich einen Auftrag hinterfrage, gilt das bei uns als Verantwortungsvermeidung. Und das ist einmal vielleicht in meinem eigenen Kopf, aber es ist vielleicht auch die allgemeine Denke in meiner Organisationsumgebung. Vielleicht war es gar nicht in meinem Kopf, aber als ich zum ersten Mal einen Auftrag, der mir nicht sinnvoll schien, hinterfragt habe, wurde ich abgekanzelt als jemand, der wohl nicht in der Lage wäre, Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung übernehmen zu können, ist was ganz Wichtiges für Karriere und Respekt in der Organisation. Und hinterfragen, insbesondere dann, wenn man unbequem hinterfragt, kann einem dann leicht als Verantwortungsvermeidung definiert werden und man kann das selbst vielleicht sogar so denken. Das ist das eine. Wenn ich dann also umsetzen möchte, was mir aufgetragen ist und meine Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Auftrags wegschiebe, dann kann das sich sehr schnell als inkompetent erweisen. Sowohl es funktioniert nicht, als auch meine Kunden sind unzufrieden, als auch es gibt Kollegen, die das in Frage stellen in der Supervision und ich fühle mich dann verantwortungslos. Also auch der Versuch, ein Eingeklemmtsein in einer solchen Dilemma-Gleichung festzuhalten. Das sind jetzt die allereinfachsten Beispiele.
komplexe Dilemmasituation, wenn man sie so darstellen könnte, müssten mit einem relativ komplexen System von Dilemma-Gleichungen beschrieben werden. Jetzt ist es so, ich sagte es gerade, meist erkenne ich ein Dilemma nicht von außen und habe dann als erstes Analysevorstellungen im Kopf, sondern meist gerade ich in etwas hinein. Und ich nenne Erlebenszustände, in die man gerät, wenn man solche Unlösbarkeiten antrifft, die nenne ich Dilemmazirkel. Und da habe ich vier Bereiche für den Dilemmazirkel beschrieben. Und wichtig ist für mich, für ein Training in Sachen Dilemma, dass ich lerne, diese Erlebnisweise bei mir rechtzeitig zu identifizieren. Das heißt, über eine Prozessqualität mich der Vermutung zu nähern, ich habe es hier mit Dilemma zu tun, Dilemmata zu tun. Das ist dann immer noch die Frage, auf welcher Ebene die dann liegen. Also nehmen wir mal an, ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ein Problem, mich dem anderen Geschlecht anzunähern. Da kann ich mir jetzt vorstellen, welche Art meine Verunmöglichungen sind. Das will ich jetzt hier gar nicht weiter erläutern. Ich merke aber jedes Mal, wenn ich das probiere, endet das in Erschöpfung und Verzweiflung meinerseits. Es klappt irgendwie nicht. Dann kann ich versuchen, das ganze Problem zu vermeiden, indem ich längere Zeit mich nicht um das andere Geschlecht kümmere. Und solange ich das vermeiden und verleugnen kann, ist das gut. Und es gibt Themenbereiche im Leben, die kann man auch einfach vermeiden. Und dann kann das auch eine Lösung sein. Aber es gibt auch Themenbereiche im Leben, die so grundlegende Bedürfnisse und Entwicklungsanliegen repräsentieren, dass ich auf Dauer mich dem nicht enthalten kann. Das heißt, ich begebe mich wieder in die Sache rein, aber kenne nur Prozessschritte in der Logik einer Unlösbarkeit. Das wird enden wie immer. Dennoch probiere ich es. Und dieses Probieren, obwohl ich eigentlich weder das Gefühl habe, dass ich auf einem guten Weg bin, noch recht weiß, was ich tue, das nenne ich Strampeln. Also es ist eine Aktivität und das Wichtigste an dieser Aktivität ist, dass wenn ich in mich reinfühle, merke ich, dass ich keine Zuversicht habe, dass ich nicht das Gefühl habe, bei mir zu sein, bei der Sache, sondern dass ich praktisch Strohhalm nach Strohhalm nach Strohhalm greife. Das macht einen mit der Zeit fertig. Man lässt zwischendrin mal los und ich nenne diese Art von Erschöpfung Abschalten, also ein Ausgleich, aber ich betrinke mich oder mache irgendetwas, um mal Ruhe zu haben für eine Zeit lang. Aber wenn ich zurückkomme, bin ich nicht erneuert. Nicht wie Brecht beschreibt, gehe ich bei Zeiten in die Leere, komme ich aus der Leere voll. Wenn ich mit dem Nichts verkehre, weiß ich wieder, was ich soll. Nein, ich bin erst voll und wenn ich wieder einigermaßen verkadert an mein Problem zurückkehre, hat sich nichts geändert und ich trete geradezu in dieses Hamsterrad des Strampelns wieder ein. Wenn ich das oft genug mache, müsste ich eigentlich verzweifeln. Und das ist das, was die meisten Menschen am meisten vermeiden. Verzweifeln ist aber ein diagnostisches Gefühl, das mir sagt, zumindest in meiner Landkarte, ist die Situation nicht lösbar. Und wenn ich diese Verzweiflung mir zugestehen würde, könnte ich anfangen, einen Schritt zurückzutreten und sagen, worin besteht eigentlich die Unlösbarkeit? Und dann könnte ich in eine inhaltliche Analyse reingehen. Aber Verzweifeln, weil es sich verzweifelt anfühlt, wird eben vermieden. Stattdessen kann es sein, dass ich wieder in andere Stadien des Dilemmazirkels wechsle. Dieses Konzept war schon eine Weile auf dem Markt und da habe ich bei uns im Schlosshof Matthias Wager von Kibet getroffen, der ja bekannt ist für seine Tetralemma-Arbeit. Er ist ja Logikprofessor auch und ich glaube, er hat 52 oder noch mehr Typen der logischen Unlösbarkeit entwickelt und dazu ein Verfahren der Dilemma-Aufstellung. Und ich fand das einerseits spannend, es kam mir aber alles etwas in Übergröße vor.
Und da haben wir uns mal bei uns zusammengesetzt, das ist unser Gruppenraum damals, und haben darüber diskutiert. Und ich habe gesagt, anstatt jetzt diese ganzen inhaltlichen Dinge zu analysieren, ist es doch viel wichtiger, das Gefühl der Verzweiflung, das man in sich empfindet, als ersten Schritt an sich heranzulassen. Dann klärt sich vielleicht schon sehr vieles. Das hielt er für einen gewissen pietistischen Masochismus. Also war er eher nicht dafür, Verzweiflung zuzulassen oder gar in Menschen an Verzweiflung nah heranzubringen, damit sie loslassen können, sondern er war eher dafür, über tolle logische Rekonstruktionsmöglichkeiten doch noch Lösungen zu finden. Und er kann das auch. Ob all die Schüler das können und ob dieses sehr komplexe Verfahren der Tetralemma-Aufstellung erstens nötig ist und zweitens hilfreich ist und drittens von den Schülern auch wirklich verstanden wird, da habe ich meine Zweifel. Da denke ich, da brauchen wir flüssigere, einfachere Konzepte für das Gleiche. Aber er hat mich auf jeden Fall angeregt, zu überlegen, ja, Masochismus will man ja auch nicht gerne und dass ich pietistische Wurzeln habe, kann ich auch nicht leugnen. Ich bin schon ein gewisser Moralist. Masochismus finde ich so eigentlich jetzt nicht bei mir. Aber ich habe mir dann einfach überlegt, was ist denn sozusagen eine Positivversion, die so ähnlich aussieht und wie können wir lernen, das voneinander zu unterscheiden. Und habe dann versucht, den Sinnzirkel zu beschreiben. Also, statt Strampeln kann es auch ein Ringen geben. Es kann ja nicht so sein, dass immer, wenn es anstrengend ist und ich zeitweilig nicht durchblicke, wo es hingeht, dass das Strampeln sein soll. Und tatsächlich sehr viele Entwicklungen haben damit zu tun, dass ich nicht recht weiß, gibt es eine Lösung, wie sieht die Lösung aus, wo wollen wir eigentlich hin, hat eigentlich sehr viele Ähnlichkeiten. Und ich muss lange ringen, ich muss zwischenrein auch mich erholen und einfach mal loslassen. Aber wenn ich zurückkomme, und das ist anders als im Dilemma-Zirkel, wenn ich zwei Nächte drüber geschlafen habe, kommen mir neue Ideen. Es entwickelt sich weiter, es bleibt nicht in dem alten Kreislauf stecken. Und so ist es ein gutes Ringen und sich zwischenrein erholen. Und dann kann es auch Phasen geben, in denen ich das Thema einfach ganz loslassen muss. Manchmal 2, 3 Jahre, wenn ich an einem Konzept arbeite. Dann stoße ich mal wieder drauf, dann trete ich wieder ein. Also statt verzweifeln kann man einfach loslassen. Ungelöst oder nur teilgelöst loslassen. Und statt vermeiden kann ich dann Sinn erleben. Ich habe jetzt diese Folie, ist nicht ganz im neuen Design fertig geworden, aber insofern ein krasser Farbunterschied, habe ich auch links oben dieses Stadium des Dilemma-Zirkels auch nochmal anders beschrieben, nämlich die Sinnfrage ist weg, weil das weiß man ja, eine Sinnfrage beantwortet sich ja meist nicht, sondern sie wird unwichtig. Und dann ist die Sinnfrage beantwortet. Also auf jeden Fall bin ich dazu gekommen und ich glaube, das ist auch eine positive Weiterentwicklung, zu sagen, ich kann eigentlich aus jedem Stadium des Dilemma-Zirkels in eine Positivversion des Sinnzirkels überwechseln. Also ich kann verzweifeln und ich kann vielleicht so loslassen, weil irgendetwas in meinem Leben geschieht oder jemand mir so viel Trost spendet, dass ich nicht nur aufgebe und denke, es ist verloren, was mir wichtig war, sondern dass ich loslassen kann und vielleicht eine gewisse Hoffnung in mir entsteht, eine Verschiebung meiner Lebensperspektive, die mir sagen, kommt anderer Kontext, kommt andere Zeit, kommt anderer Zugang und dann wird es schon werden. Und das funktioniert auch manchmal. Das heißt, ich würde dann von einem Verzweifeln durch allerlei Einflüsse, die ich jetzt gar nicht genau definieren kann, zu einem eher positiven Loslassen kommen. Und dann kann es zum Beispiel auch zu neuen Kräften und Perspektiven kommen, etwa in der Traumarbeit. Ich habe ja immer viel mit Traumarbeit gearbeitet, habe mir sehr viel Supervision aus den nachfolgenden Träumen solcher Beratung geben lassen, weil dort auch sehr viel schöpferisches Potenzial ist und wenn man ein bisschen eine Sprache lernt, mit der man Dialog halten kann mit den Träumen, kann das sehr hilfreich sein. Ein gutes
positives Zusammenspiel zwischen Bewusstsein und Traumsymbolik zu finden. Auch das Strampeln kann in ein positives Ringen übergehen. Aber es kann umgekehrt auch sein, dass ich ringe in guter Weise und dann kommen Einflüsse dazu, die wecken in mir diese dilemmahaften Zusammenhänge und die Gefühlslagen, die eigentlich die Hoffnung fahren lassen. Und dann kann ich in das Strampeln abrutschen aus dem Ringen. Ich habe dieses Konzept nie weiter ausgearbeitet. Vielleicht kann man das irgendwie noch weiter ausarbeiten. Vielleicht kann man auch diese verschiedenen Segmente noch besser beschreiben. Also in jeder Phase des Dilemma-Zirkels kann man durch positive Prozesse auch in entsprechende Phasen des Sinnzirkels aufsteigen, beziehungsweise umgekehrt vom Sinnzirkel durch verfangene negative Prozesse in den Dilemma-Zirkel absteigen. Und da, glaube ich, spielt auch eine dilemmafreundliche Kultur im Umfeld eine große Rolle. Das heißt, je mehr andere mit solchen Dingen vertraut sind, desto mehr können die mir helfen, negative Zirkel nicht mit Hilfe der anderen aufrechtzuerhalten oder positive Zirkel zu stimulieren. Als Titel hatte ich ja gewählt Dilemma und professionelle Kompetenz. Und ich habe seinerzeit schon auf einem TA-Kongress ziemliches Erstaunen hervorgerufen, als ich Verzweifeln eine professionelle Kompetenz. Ich sagte, wie kann denn ausgerechnet Verzweifeln eine professionelle Kompetenz sein? Ergibt sich aus dem bisher Gesagten zunächst mal schon ganz einfach, logisch. Wenn Verzweifeln das diagnostisch, ich glaube, dass Gefühle immer einen Zusammenhang mit Lebenswirklichkeit zu tun haben, dass es nicht irgendwelche zufällige Gefühle gibt. Also, und ich halte Analyse von Gefühlen immer auch nur sinnvoll im Zusammenhang mit dem damit verbundenen Weltbild, das ich habe. Und dem Bedürfnis, also zum Beispiel Trauer, da ist ein Verlust und ich brauche Trost und Geborgensein. Und Verzweifeln ist ein Gefühl, das mir signalisiert, irgendwie empfinde ich eine Unlösbarkeit. Und ich ermutige alle Menschen, die bei uns ausgebildet werden, wenn du keine Zuversicht in dir spürst und nicht das Gefühl hast, du kannst klaren Blicks vorangehen, auch wenn du nicht alles verstehst, was so auf deinem Weg dir begegnet, dann solltest du nicht versuchen, Leistung zu erbringen, sondern da solltest du dich definieren als im Stadium des noch verstehen wollens, was eigentlich ist. Und wenn du, solange du Verzweiflung spürst, und das kann leise Verzweiflung sein, es muss nicht heulende Verzweiflung sein, wähnt in dir ein Teil eine Unlösbarkeit. Und das wäre gut. Vielleicht kann man es nicht immer gleich herausfinden, aber es wäre gut, diesen Faktor dann im Auge zu behalten. Und wenn man dann merkt, man beginnt ins Strampeln zu kommen, hat es vielleicht mit dieser vernachlässigten Unlösbarkeit zu tun, dann sollte ich nicht weiter strampeln, sondern eher nach der Unlösbarkeit schauen. Das Problem ist, dass in unserer Gesellschaft, die wir eine sehr starke Leistungsgesellschaft sind, Dilemmata, das Erleben vom Dilemma-Zirkel stark mit Minderwertigkeits- und Schamgefühlen einhergeht. Und Schamgefühle sind furchtbar. Also ich mag es gar nicht. Deswegen verstehe ich, wenn man sich so schwer tut, mit ihnen umgehen zu wollen. Aber wenn man sie auch massiv vermeidet, kommt man eben auch nicht mit dieser klärenden Verzweiflung in Kontakt. Das heißt, zur Dilemma-Kompetenz gehört Ermutigung und auch einige Schritte der Beziehungsgestaltung im Umgang mit Minderwertigkeits- und Schamgefühle und auch viele andere Gefühle, die ja in dem Buch von Julika Zwack und ihrer Kollegin beschrieben sind, dazu. Also es ist auf keinen Fall nur eine intellektuelle Angelegenheit. Intellektuell ist aber dennoch wichtig, und das kann man jetzt natürlich nicht speziell auf Dilemmata sich vorbereiten, das gilt generell für eine gute Professionalität, ist eine gewisse intellektuelle Bescheidenheit und eine Bereitschaft, undogmatisch gemeinsam zu lernen. Also ich erlebe das ja öfter von Menschen, auch heute noch, die
in Therapie sind und die zu uns in den Gruppen kommen, bei denen man merkt, die Therapie hat sozusagen ihre üblichen Erklärungsmuster und ihre üblichen daraus abgeleiteten Vorgehensweisen verbraucht, hat aber bestimmte Probleme nicht gelöst. Und dann wissen Therapeuten und Berater oft nicht, wie damit umgehen, als das als Fehlverhalten des Klienten oder Schwerbehandelbarkeit des Klienten zu konnotieren und ihm die ganze Schuld an dem Misslingen der Lösung auch noch mehr oder weniger offen rüberzuschieben. Und das ist eines meiner ganz wichtigen Anliegen. Egal wie Therapien oder Beratungen verlaufen, wenn Sie nicht zu einer guten Lösung kommen, bitte offen lassen, woran das liegt. Das kann auch sein, dass einfach von dem, was man bisher gesehen hat, das nicht genug ist, um zu verstehen. Und es kann auch sein, dass von den Ideen, wie Lösung möglich ist, nichts passt. Und es kann auch sein, dass beide zusammen in einer Beschränkung ihrer Wirklichkeitsvorstellungen liegen, aus denen heraus man nicht genügend Metaperspektive hat, um die Sache anzugehen. Also, und deswegen ist es wichtig, sehr früh sich der Verzweiflung und der eigenen Frustration zu stellen und mit der umzugehen. Denn auch als Berater, wenn man lange genug Frust weggestrampelt hat, ist die Gefahr, dass man statt selbst in die Verzweiflung zu gehen und sagen, ich gebe zu, seit 10 Stunden weiß ich eigentlich nicht mehr, wo wir sind und wo wir hinwollen. Das würde so einen schlechten Eindruck machen. Ist man dann eher bereit, es nochmal zu probieren und nochmal zu probieren, bis dann 20 Stunden rum sind, um dann zu merken, jetzt hat man schon 20 Stunden verpulvert, weil man sich nicht eingestehen wollte, wir kommen so nicht weiter. Und da hat die Transaktionsanalyse, aber auch die Hypnotherapie und viele andere und die systemische, haben insofern einen wichtigen Beitrag geleistet, als dass sie gesagt haben, wenn nicht in relativ absehbarer Zeit zumindest Zuversicht entsteht und sich was stabilisiert, ist die Wahrscheinlichkeit, nur wenn es dann länger dauert, dass es dann besser wird, nicht besonders groß. Ich kann auch mal sein. Manchmal muss man auch lange durchhalten, bis was greift. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass lange Frustration entsteht, der dann im Zweifel beim Klienten abgeladen wird oder beim Arbeitnehmer, das ist nicht nur in der Therapie so. Es wurden entsprechende Schulungen lange Zeit vermieden, weil die Leute im bisherigen Produktbereich verheizt wurden. Und dann irgendwann kommt eine neue Produktgeneration, da sind die nicht darauf vorbereitet. Dann ist es deren Inkompetenz, weshalb die nicht weiter beschäftigt werden können. Und es wird dann sehr oft dann auch auf den Arbeitnehmern abgeladen, was eigentlich ungelöste Probleme der Organisationsentwicklung sind. So, wann kommen wir eigentlich als Helfer mit Dilemmata in Kontakt? Meist dann, wenn wir mittendrin stecken. Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, ich habe ein Dilemma-Problem, wollen wir da jetzt mal dran gehen, sondern es kommt jemand, setzt sich hin und sagt, ich habe da ein ziemlich kompliziertes, aber sehr interessantes Problem und mit mir ist auch gut Kirschen essen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und der Berater sieht da leichte Beute, marschiert los. Und dann passiert das, was ich Christophorus-Syndrom gelernt habe. Also, kennen Sie den Mythos, ne? Da nimmt Jesuskindchen auf die Schulter und will mit dem den Fluss durchschreiten, aber je mehr in die Mitte kommt, je größer die Strömung wäre, desto schwerer wird die Last. Und es ist fraglich, ob man überhaupt am anderen Ende wieder raussteigen können wird. Und man erkennt, je weniger erfahren man ist, Dilemmata, umso mehr erst dann, wenn man mittendrin steht. Und das sind die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen, souverän mit Dilemmata umzugehen. Also auch das ist ein Dilemma. Das baut sich aber auf und man kann lernen, sensibel dafür zu werden. Also es ist nicht wie bei dem Frosch, von dem immer erzählt wird, dass wenn er im Glas ist, dass man, wenn man es langsam anheizt, man ihn bis zum Verkochen anheizen kann, weil die Differenz immer so klein ist, dass er es nicht merkt. Nein, es ist so, dass wenn wir genügend in uns hineinhorchen und auch bereit sind, wirklich zu einem kritischen Ergebnis zu kommen, wir merken können, dass wir jetzt zwar noch was probieren, aber eigentlich nicht so recht dran glauben, dass das wirklich helfen wird. Und wenn wir diese schwindende Zuversicht erleben, ist sehr wichtig, dass wir sehr früh das in uns spürbar und in der Beziehung zum Thema machen.
Und zwar, da haben wir oft das Problem, dass der Klient das nicht anerkennen möchte, weil er denkt, ja, wenn der Berater die Hoffnung verliert und der es schon nicht mehr weiß, bin ich ja noch verlorener. Also da komme ich gleich noch drauf, dass auch das ihn mit Dilemma in Kontakt bringen ein Dilemma-Prozess ist. Auf jeden Fall, je später man sich dem stellt, umso schwieriger ist es. Deswegen meine Ermutigung, keine Blindflugversuche, wenn ich kein sich stimmig anfühlendes, sich entwickelndes Verständnis des Problems habe, dass bei mir, obwohl noch ganz unklar, trotzdem ich eigentlich das Gefühl habe, ich darf mutig voranschreiten. Wenn ich das nicht habe, dann sollte ich nicht versuchen, voranzukommen. Manche versuchen damit umso mehr Power voranzukommen und treiben sich selbst in die Zwickmühle. Von daher ist, obwohl man sich auf die spezielle Zwickmühle, die ganz verschiedener Natur sein kann, nicht gezielt vorbereiten kann, generell vorbereitet zu sein auf solche Dilemmata eine gute Hilfe in der professionellen Kompetenzentwicklung. Es gibt ein Problem in der Erforschung von Dilemmata. Ich habe das schon sehr oft gemacht. Früher habe ich 4 Tage Selbsterfahrungsgruppen gemacht, dass wenn ich das Gefühl habe, es strampelt jemand und ist nicht bereit, von seinen Prämissen zu lassen und erwartet trotzdem immer noch von mir, dass ich ihm helfe. Ich habe schon einiges probiert und meist weiß ich dann nach 2 Versuchen, entsteht in mir intuitiv das Gefühl, ich kann mir die ganzen restlichen sparen. Also ich merke es auch intuitiv schon früher, dass auf der Schiene noch ein Versuch nicht weiterhilft oder noch eine Exploration. Und da habe ich dann oft den Klienten gesagt, ich habe das Gefühl, so wie du es angehst und wie ich versuche dir zu helfen, haben wir keine Chance. Also ich weiß so keine Lösung, aber ich unterstütze dich weiterhin. Aber ich habe keine Lösung. Und dann gibt es sehr intensive Versuche des Klienten, einen wieder aufs Pferd zurückzuheben. So. Ja, und das ist wichtig, entweder Bedrohung, ja, wofür habe ich so viel Geld bezahlt, ja, meine Firma setzt bisher auf Sie, das wäre sicher nicht gut, wenn es sich herausstellt, dass dann, wenn es wirklich schwierig wird, Sie keine Lösung haben. Also kann man sich sehr viele kommunikative Manöver vorstellen, mit denen der andere versucht, einen in dem Spiel zu halten. Und wenn man sich darauf einlässt, und man weiß ja oft nicht genau, das braucht halt gewachsene, intuitive Selbstvertrauen, weil man sagt, und trotzdem nicht. Auch wenn ich dabei was verspiele. Und das hat jetzt natürlich sehr viel mit Selbstverständnis zu tun. Weiß ich, wer ich bin, auch wenn ich an der Stelle darauf bestehe, dass ich es nicht verstehe, obwohl es sogar noch in der Gruppe Leute gibt, ja, ich verstehe das, ich hätte dafür eine Lösung. Also wie kann ich da eine Autorität auf so viel schwankendem Boden für mich in Anspruch nehmen? Und das ist eine Sache der Persönlichkeitsbildung und des Tolerierens von Unsicherheit. Dann ist es sehr oft so gewesen, dass tatsächliche Verzweiflung beim anderen aktiviert wurde. Und ich habe Anteil genommen an all den Gefühlen, die dabei entstanden, ohne wieder in Lösungsversuche einzutreten. Und dann ist sehr interessant, dass oft was nachts passiert, oft kann man das auch in Träumen ganz gut beschreiben, da kommt irgendwie ein Perspektivenwechsel und am nächsten Morgen ist es anders. Und da denke ich, wie toll hat meine Intervention gewirkt. Lass uns mal analysieren, was es war und warum es jetzt besser ist. Das will der Klient aber nicht. Und da habe ich immer gesagt, das ist schwierig, auch in der wissenschaftlichen Erforschung von Dilemmata. Wenn die Leute drin sind, verstehen sie es nicht. Und wenn sie draußen sind, wollen sie damit nichts zu tun haben. Und dann, wir haben sehr viel Tonbandaufnahmen. Ich habe gerade vor einiger Zeit nochmal, gab es in einer Gruppe eine massive gruppendynamische Dilemmasituation. Und am 3. Tag, nachdem sich der Lehrtrainer getraut hat, wirklich offensiv anzugehen, sagt, ich fühle mich hilflos, so kann ich nicht arbeiten, ich weiß aber nicht, was das Problem ist, lass uns zusammentragen. Und wirklich alles Gute getan hat, um in einen Sharing-Prozess zu gehen, der dann diese wechselseitigen Beiträge, die zusammen das Dilemma konstelliert haben, sehr gut abgebildet hat. Und dann war die Sache weg. Und hinterher haben einige gefragt, wieso habt ihr so ein Bahai gemacht, da war doch eigentlich gar nichts, wie toll wir jetzt zusammenarbeiten.
Und wenn ich nicht die Tonbandaufnahmen hätte, die bei uns immer mitlaufen und ich das im Nachhinein noch sehr gut nachvollziehen könnte, könnte ich sozusagen nicht mal beweisen, dass das nicht nur ein reines Kunstprodukt seitens der Leitung war. Also man hat da ein paar Schwierigkeiten, da eine gemeinsame, auch im Nachhinein eine gemeinsame Rechtfertigung zu finden. Man will es, zumindest die Klienten wollen es am liebsten hinter sich lassen. So, wenn ich jetzt in einer Einzelberatung oder im Versuch, eine Gruppe zu überzeugen oder ein Team am Arbeitsplatz, wie auch immer, wenn ich zunehmend merke, ich probiere noch das und das und dies und jenes und wir kommen eigentlich nicht voran, wir brennen auch langsam aus, die Leute verlieren auch Interesse an dem Prozess, weil es für sie nicht mehr stimmt, was kann ich dann tun? Und das Wichtigste ist, dass ich dieses Strampeln identifiziere. Und da habe ich jetzt auch wieder ein diagnostisches Problem. Es kann jemand sagen, lass uns die Situation analysieren. Und dann analysiert er die gruppendynamische Situation durchaus mit einigen verständlichen Aspekten, aber so, dass man merkt, die Analyse dient dazu, dass die Nichtlösung wegzuputzen. Und solange richtige Inhalte innerhalb dieser Dynamik eingebracht werden, ist es im Sinne des Dilemma-Zirkels ein Strampeln. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich lerne, intuitiv zu spüren, welche Lösungs- und Erklärungs- und Analyseversuche haben eigentlich diese Qualität des Strampelns und welche haben wirklich eine lösende und weiterführende Qualität. Also, ich muss bereit sein, das Strampeln zu beenden und mich einer Verzweiflung zu stellen. Dabei hilft, wenn ich etwas geübt habe im Vorfeld, was die Verhaltenstherapeuten Containment nennen. Das heißt, auch wenn ich an der Stelle, zum Beispiel als Gruppenleiter, sage, ich weiß da jetzt einfach nicht weiter, ich könnte jetzt versuchen, durch eine überzeugende Plenumsberatung euch zu zeigen, dass ich trotzdem was kann. Aber erstens fühle ich mich nicht in der Kraft, eine überzeugende Beratung zu liefern. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Boden, auf dem das im Moment geschieht, nicht so ist, dass die Chancen groß sind. Ich probiere es einfach gar nicht, sondern ich fühle mich im Moment hilflos, außerhalb meiner Kraft. Und ich weiß nicht, und ich würde gerne mit euch zusammen die Situation angucken. Wie geht es eigentlich euch? Wie erlebt ihr das? Wie ging es bisher, also in einen Sharing-Prozess einzutreten? Das ging aber eben nicht, bevor man nicht bereit ist, sozusagen den Kniff, mit dem man es doch noch lösen könnte, sich den zu versagen, sondern aufzugeben. Wichtig als Helfer ist dem anderen, wenn man klar macht, dass man nicht weiter strampelt mit ihm und auch so Lösungsversuche im Moment nicht unterstützt, weil sie so nicht möglich sind, dass ich trotzdem sage, aber ich bleibe mit dir in Beziehung. Weil sehr oft der Klient das Gefühl hat, dann wendet sich auch der Helfer von mir ab. Und manche Helfer wenden sich halt auch ab, weil das für sie selbst so ungemütlich ist in der Beratung. Und deswegen ist es wichtig, dass man zur Professionalität, zumindest für eine gewisse Zeit, in einem gewissen Rahmen, sich auch zugesteht, einfach Beistand zu leisten und Anteil zu nehmen, auch wenn man im Moment keine Wege und Lösungen anzubieten hat. Und dazu gehört eben auch, mit eigenem Scham und Hilflosigkeit umzugehen, das zu sagen, ich merke, dass ich mich schäme, weil eigentlich, klar, ich bin ein bekannter Autor, ich habe x Bücher geschrieben, ich müsste eigentlich was lösen. Und dass ich da jetzt im Moment gar nichts weiß, dann merke ich, dass ich das Gefühl habe, ich müsste mich eigentlich schämen dafür. Da hilft mir jetzt in dem Fall die Erfahrung, aber ich weiß, dass wenn ich das Gefühl habe, es gibt keine Lösung, dann liegt auch irgendwo eine Unmöglichkeit und wir haben die Voraussetzung für eine Lösung nicht da. Deswegen erwarte ich es nicht von mir und ich erwarte es an der Stelle auch nicht von dir, dass wir das lösen, sondern lass uns einfach mal erstmal loslassen und mit all den Gefühlen und Gedanken, die damit verbunden sind, umgehen. Und das kann dann entsteht eine andere Art, da komme ich nachher drauf, dann entsteht ein anderer Umgang miteinander und dann kann man gemeinsam Distanz gewinnen. Einmal, indem man den Prozess gemeinsam anschaut,
Und dann kann man auch die Prämissen in Frage stellen. Also ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich mir so eine teure Organisationsentwicklungsweiterbildung leiste, dass ich dann in drei Bausteinen auch das nachholen kann, was ich brauche, weil ich mittendrin in einer verantwortlichen Organisationsentwicklung stecke. Und das ist eine Prämisse, die einfach falsch ist. Da muss man darüber reden, da muss man auch über den Verlust einer Illusion reden. Und die Frage, ja, wie verarbeite ich das intern, wenn das so ist? Aber wie vertrete ich das auch nach außen, wenn das so ist? Wenn ich selbst solche Erwartungen geweckt habe oder andere mich in diese Erwartung hierher geschickt haben. Aber dann ist man schon in genügend Distanz, dass man Lösungen zweiter und dritter Ordnung finden kann. Und dann ist oft wichtig, die Kosten für die Lösung zu identifizieren. Also zum Beispiel in der Paarberatung, die Beziehung ist längst zerrüttet. Aber beide tun noch so, als wäre es noch machbar, es wären nur noch Kleinigkeiten. Und dann muss man einfach ins Auge fassen, es kann sein, dass vieles in der Beziehung einfach schon längst verloren ist. Und sich dieser Trauer stellen. Es gibt so ein magisches Denken, wenn ich es zugebe, mir eingestehe, dann geht es erst verloren. Und es ist wichtig, denjenigen klarzumachen, nein, es geht hier nichts verloren, was nicht schon verloren ist. Wir machen uns nur ehrlich. Das ist alles. Und manchmal könnte es auch erhebliche Verluste, auch an Geld sein in Unternehmen. Die müssen einfach kapieren, dass die Hälfte des Kapitals des Unternehmens bereits verbrannt ist. Und manchmal ist es so, dass schon so viel verbrannt ist, dass man mit dem Rest nicht reparieren kann. Also dass dann jetzt, was ursprünglich mal ein nicht rechtzeitiger Umgang mit einer Komplexität war, wurde zu einem Dilemma. Ein kleines, aber noch lösbares Dilemma wurde zunehmend zu einem durch faktisches, konstruiertes und gestütztes Dilemma, bis am Ende es auch dann wirklich auch keinen Ausweg mehr gibt. Auch das kann passieren. Also es stimmt auch nicht, dass man jedem die Hoffnung machen kann, wenn du nur lernst, mit Dilemmata gut umzugehen, gibt es für diese Dilemmata Lösungen. Manchmal ist es schon zu spät. Hoffentlich ist es ökologisch bei uns nicht so weit wie auf diesen Inseln, bei denen man erst nachdem der letzte Baum gefällt war, gemerkt hat, dass damit die Biologie nicht überleben wird können. Manchmal helfen sehr einfache Dinge, wie manche Dilemmata entstehen dadurch, dass zu viel gleichzeitig gewollt wird, zeitlich wie örtlich, Ressourcenbelastung und all das, dass man sie einfach mal auf verschiedene Zeiten und auf verschiedene Örtlichkeiten entzerrt und guckt, ob es nicht eine ganze Reihe von Problemen gibt, die lösbar sind, wenn man sie nicht mit anderen Problemen, die jetzt nicht lösbar sind, so ungut vermengt. Ganz generell, und das hat mich am Anfang ein bisschen gekränkt, kommen offenbar Leute aus Dilemmata, ohne dass sie mein Konzept kennen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Gott sei Dank Entwicklungen aller Art und auch das Leben immer wieder Perspektivenwechsel bieten, die plötzlich Wichtigkeiten so verschieben oder neue Aspekte in das Lösungs- oder Nicht-Lösungsmuster reinbringen, dass dann doch wieder Bewegung möglich ist und dass sich dann von selbst auswächst. Und generell, und deswegen plädieren wir bei aller, wir gelten ja schon als hochprofessionell, deswegen haben wir auch so einen guten Zulauf in Wiesloch, dass wir dennoch das menschliche Maß wichtig finden. Etwas, was eben nur durch Menschen, mit Menschen und für Menschen geht. Und wenn man zu dem zurückfindet und zu den praktischen Herausforderungen, dann gibt es meist sehr viel bessere Lösungen, als wenn man das menschliche Maß verlässt und generell große Lösungen sucht. Da sind sie meist nicht mehr zu finden. Beispiele in der Politik haben wir dazu genug. Das ist jetzt noch so eine Schwierigkeit, die ich umgang, deswegen habe ich gesagt, das ist ein kernprägnantes Konzept. Ich habe keine sicheren diagnostischen Hinweise und keine sicher funktionierenden Vorgehensweisen. Also es ist für einen Helfer immer
schwierig zu entscheiden, wann ist es Zeit für ein Outing, dass ich das Gefühl habe, ich probiere jetzt, das habe ich probiert, das habe ich. Und immer habe ich das Gefühl, wir kommen eine Weile lang und dann wird es ein Holzweg. Ich glaube nicht, dass du da irgendwas Schlechtes machst. Ich glaube auch nicht, dass ich im Prinzip inkompetent bin. Aber irgendwas liegt in unserem Prozess, was uns keine gute Voraussetzung ist, dass wir erfolgreich sein können. Und damit möchte ich umgehen, weil ich weder deine Ressourcen noch meine Ressourcen verbrauchen möchte, wenn wir nicht auf gehbaren Wegen sind. Wann ist so ein Outing dran? Und dann auch das Sharing, nämlich auch zu sagen, ich habe es leider erst jetzt gemerkt. Ich weiß, dass Sie seit Wochen immer dringender auf eine Lösung durch unsere Beratung warten. Und es wird mir jetzt klar, dass wir vermutlich nie an einem relevanten Zipfel der Problematik waren. Und das tut mir erstmal einfach leid. Das heißt nicht, dass ich inkompetent bin, weil das wahrscheinlich wissen weder Sie noch wusste ich, dass wir in Bereiche stoßen, die eigentlich eher unlösbar sind, sondern haben erstmal alles Lösbare probiert. Das ist ein Zeichen für unsere Verantwortung. Aber wir sollten das jetzt so nicht länger probieren. Die Schwierigkeit ist, ich stürze dann den anderen in Verzweiflung und oute mich selbst mit meiner eigenen Verzweiflung. Und derjenige wehrt sich dann oft. Ich muss ihn sozusagen noch richtig schubsen in diese Verzweiflung und dafür sorgen, dass er nicht frühreif doch wieder in Lösungen will, die dann doch wieder diese Strampelqualität haben. Würde mich jetzt ein Supervisor fragen, kann ich denn das verantworten? Sage ich, bin nicht immer sicher. Ich kann es nur so umsichtig, wie es geht, tun. Und manchmal muss ich in mich reinspüren, weil ich weiß, das ist es jetzt, das muss ich tun. Und manchmal muss ich auch jemandem sagen, es wird eine Lösung geben, obwohl wir beide nicht wissen, wie sie aussieht. Und das weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Weil wenn ich das aus dem Strampeln raus sage, wird es diese Lösung nicht geben. Wenn ich es aus der Bereitschaft loszulassen und mich höheren Kräften zu überlassen sage, kann das sehr wohl heilsam sein. Also das, manchmal findet man in sich die Kraft zum Segnen. Aber die kann man auch nicht beweisen. Wenn man sie in sich hat und sich nicht traut, ist auch schade. Ich sage heute auch, wir sollten uns kontrolliert durch Supervision und in einer guten Professionskultur auch trauen, Menschen was zuzumuten, sie notfalls auch in Verzweiflung zu stürzen, wenn ich vorher geguckt habe, dass auch wir mit dem Raum, der Raum drumherum da ist und wir damit umgehen können, als auch Menschen Hoffnung geben, obwohl wir sie nicht begründen können. Das sind zwei eher spirituelle Dimensionen, aber ich finde, dass unser Beruf damit auch etwas zu tun hat. Und ich finde es schade, wenn Menschen da Kraft in sich fühlen und Autorität, die sie natürlich entliehen haben von höheren Kräften, wenn sie damit nicht arbeiten. Das kann man durch keine Technik am Ende kompensieren. So, ich habe ja jetzt versucht, durch Erläuterungen rund um das Dilemma-Konzept Hilfemöglichkeiten, Verstehensmöglichkeiten für Dilemmata aufzuzeigen. Jetzt die Frage, hilft das Dilemma-Konzept, Dilemma-Betroffenen auch und den Helfern? Ich würde sagen, ja. Also ich habe das sehr oft schon so gemacht, dass ich dann, wenn ich gemerkt habe, ich komme so nicht weiter, habe gesagt, lass uns mal zusammen ein Konzept angucken. Und dann bin ich aus der Beratung, aus der direkten Hilfe raus und habe diesen Dilemma-Zirkel und viele Beispiele dazu erläutert. Und was daran hilft, ist, dass sich Menschen in Dilemmata sofort wiedererkennen. Und so sagen, genau so ist es bei mir. Ich empfinde das so. Und das hilft schon mal, das Gefühl zu haben, es gibt eine konzeptuelle Grundlage für das. Das beruhigt zumindest mal. Und dass es wirklich eine Unlösbarkeit gibt, die ich gar nicht verantworten muss, ich muss mich nicht dafür schämen, ich muss keine Minderwertigkeitsgefühle dafür haben, ist auch tröstend und ermutigt zur Analyse der Prämissen. Es ist an der Stelle das richtige Tun, nicht sich bemühen zu wollen, wie man das immer tut, sondern mal zu gucken, Leinen loszulassen, was sich dann eigentlich als Neues abbildet. Und wenn ich als Betroffener erlebe, dass der Helfer
sich dem Dilemma Zirkel und den Emotionen stellt, dass er verzweiflungs- und schambereit ist. Und dass ich beobachten kann, dass es ihn kratzt, aber dass er es trotzdem auch in einem Rahmen halten kann, dass es kein Flächenbrand automatisch wird, dann nehme ich daran Maß. Das ist ein inneres Bild. Und es weckt tröstliche Vorstellungen von Kompetenz. Aha, so kann man kompetent sein, indem man an der Stelle es nicht versucht und nicht strampelt. Und so kann man solidarisch mit mir sein, nicht indem man, wenn ich ins Eis eingebrochen bin und möchte, dass jemand bei mir ist, weil es da so einsam ist, dass er nicht zu mir reinspringt, sondern dass er sogar sagt, du, ich kümmere mich um dich, ich muss aber weggehen dazu und eine Leiter holen. Also es entstehen auch andere Vorstellungen, wie mit der ganzen Sache umzugehen ist, und die weckt eine andere Art von Vertrauen. Weil irgendwo gibt es eine schlaue Seele, die eigentlich genau, die sofort intuitiv kapiert, der andere bemüht sich jetzt zwar, ich will ihm auch nicht reinreden, man weiß ja nie, aber ich glaube es nicht, dass es wohin führt. Und wenn diese gleiche Seele sagt, oh, jetzt hat er zweimal probiert, dreimal probiert, jetzt hat er es gemerkt und er steht dazu. Das macht Vertrauen. Oder glaubt, würden Sie einem Arzt vertrauen, der jetzt die x-te Therapie probiert und Sie genau merken, der kratzt sich eigentlich innerlich am Kopf und weiß gar nicht, worum es sich dreht. So besser, er sagt, ich habe keine Ahnung, ich frage mal Kollegen. Da entsteht doch Vertrauen, das ist ein Mitlernender. Ja, man erwirbt auf diese Weise Autorität, ohne Lösungen bieten zu müssen. Und das ist eine wichtige Botschaft für ein Selbstverständnis von Professionalität. Gilt natürlich genauso für die Weiterbildung für Professionelle. Dann gibt es so Paradoxien, die in der Sache liegen und zu handhabende Unsicherheiten, die habe ich gesammelt, zum Teil habe ich schon gesagt. Das eine, was mir ganz wichtig ist, der Klientenschutz. Es ist wichtig, dass ein Klient im Kontakt mit mir und ich mit ihm ein Dilemma erleiden kann, ohne dass das auf dem Klienten abgeladen wird. Ich muss mich trauen, aufgrund meines Erlebens von Dilemma-Zirkel-Qualitäten manchmal mit der Klientendilemma-Annahme zu arbeiten, ohne dass ich weiß, worin es besteht und auf welcher Ebene es eigentlich ist. Das kann ja von unverträglichen Aufträgen in seinem Unternehmen, das ihn in seiner beruflichen Rolle einklemmt, das hat Folgen auf die private Beziehung, worauf dort Dinge eingeklemmt sein sind. Also es kann, können die Dilemma da wie eine Kette Wirkung erzeugen, bis hin zu Dilemmata, die sich nur im eigenen Kopf abspielen, die man von außen überhaupt nicht erkennt. Von außen gibt es keine Unlösbarkeit, weil man ja gar nicht weiß, wie durch innerliche Bedeutungsgebung Lösbarkeit als Unlösbarkeit markiert wird. Aber ich traue mich aufgrund meiner Selbstanalyse, dass wir im Dilemma-Zirkel sind, mal davon auszugehen. Und bevor sich mein Gefühl nicht ändert, von dieser Hypothese nicht abzulassen, auch wenn wir erstmal keine Nahrung finden. Schlimmsten Fall muss ich sagen, es tut mir leid, ich habe das Gefühl, es braucht einen anderen Schlüssel, aber wir finden ihn nicht. Ich möchte Ihnen nicht zumuten, dass Sie jetzt jede Woche zu mir kommen. Sie müssen auch entscheiden, vielleicht bin ich auch einfach der Falsche, weil ich ja nicht weiß, worin es liegt. Kann sein, dass ein anderer Kontext, ein anderer Berater andere Perspektiven hervorbringt, aufgrund denen sichtbar wird, worum es geht. Oder Probleme sich so anders darstellen, dass sie eigentlich diese Unlösbarkeit gar nicht mehr erzeugen. Das ist auch ein Erbe der Transaktionsanalysekultur, dass man dort immer frei war, auch bei anderen Beratern Stunden zu nehmen und auch zu anderen Betreuern zu wechseln, wenn es klemmte. Und dass das nicht noch vertieft und noch mehr problematisiert und diskutiert wurde. Das andere habe ich schon vorher erläutert. Wer im Dilemma steckt, will oder kann es nicht analysieren, weil er es auch gar nicht weiß. Wenn der Albtraum sich auflöst, mag er nichts mehr damit zu tun haben. Ja, und von daher ist es natürlich eine Frage an unseren ganzen Berufsstand. Wie kann man eigentlich ein eigentlich intellektuelles Konzept, Dilemma-Gleichungen,
Tetralemma, all diese Sachen, vertreten, dass sich in seiner praktischen Wirksamkeit eigentlich auf Intuition und Selbsterkenntnis und viele Unschärfen verlassen muss. Also auf eine Kultur des guten Umgangs, obwohl man nicht genau weiß. Nicht einfach, aber es gibt keine andere Lösung, als das zu tun. Ich bin ein ganz großer Freund von Kulturentwicklung. Die meisten Dinge werden am Ende nicht lösbar sein, wenn nicht dadurch eine Kultur des guten Umgangs mit schwierigen Lösungen aufgebaut wird und mit guten Gefühlen bei schwierigen Lösungen. Generell ist so, in Zeiten höchster Gefahr ist körperliche Abwesenheit besser als Geistesgegenwart. Wir ermutigen sehr oft Menschen, wenn wir das Gefühl haben, es lässt sich einordnen, wo diese Dilemmata entstehen. Zu gucken, ob es nicht andere Bühnen, andere Rollen, andere Stücke gibt, in denen wo sie ihr Selbstverwirklichungsinteresse ohne große besondere Verluste hin verlagern können, wo es diese Probleme einfach nicht gibt. Also nichts Masochismus pietistischer Art. Wenn es geht, geh wohin, wo du diese Probleme nicht hast. Dann ist in der Weiterbildung kann man das gut machen, dass ich die eigene Dilemma-Geschichte, sei es Dilemmata, in die ich gezogen wurde, irgendwelche Art, privat, beruflich, Organisation, dass ich die eigene Dilemma-Geschichte und meine Reaktionsmuster, was sind die Auslöser für mich und wie reagiere ich darauf, dass ich die einfach kenne, dass ich sie auch leichter wiedererkenne, wenn sie sich in meiner Arbeit manifestieren. Und dass ich als Teil der Selbsterfahrung, die wir ja in allen beraterischen Berufen mehr oder weniger pflichtmäßig haben, dass ich finde, dass wir gehen mehr und mehr dazu über, Selbsterfahrung fokus- und rollenspezifisch und kontextspezifisch zu machen. Also nicht mehr irgendwelche Selbsterfahrung, die irgendwelche biografischen Fragestellungen hervorbringt, sondern eine Selbsterfahrung, zwei Tage, meine Geschichte mit Dilemmata. Und da kann man so geleitete Fantasien machen, dann kann man die Biografien der verschiedenen Lebensfelder durchforsten, wo sind Dilemmasituationen entstanden, welche Rolle habe ich da gespielt, von wem, wer waren die Hauptprotagonisten der Dilemmata, die da entstanden sind, zu welchen komplementären Rollen neige ich, halte ich mich einfach raus, und dass ich nicht reingezogen werde, oder könnte ich einen Beitrag leisten, traue mich aber nicht, weil ich denke, das steht mir nicht zu. Also man kann sehr viel über sich selbst und über die eigenen Muster durch Weiterbildung, durch Fortbildung prophylaktisch erfahren. Und wenn man das gemeinsam tut in einer Gruppe derer, die dann auch nachher zusammenarbeiten, kennen sozusagen alle auch noch das Instrumentarium. Deswegen empfehlen wir etwas, was wir Systemlernen nennen. Die lernen zusammen, die auch nachher im Alltag gemeinsam die Probleme zu lösen haben. Dann habe ich das ewige Transferproblem nicht, dass Einzelne was lernen, aber die anderen nachher nicht anschlussfähig sind und es ihnen einfach wie Sand zwischen den Fingern wieder zerrinnt. Also das ist einer der großen Zweige, wir haben jetzt auch ein eigenes Curriculum dazu, Systemlernen und wie das zu organisieren ist. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass ich dort anfällig bin für Dilemma-Einladungen oder dass in mir selbst Dilemmata aufwache und ich sie um mich herum verbreite, bei Lebensthemen und Anliegen, für die ich einfach noch keine gute Lösung hatte. Oder in meiner Familie Dilemma-Konstellationen vererbt wurden, wie man dann damit umgeht. Und die kann ich identifizieren, auch im Vorfeld durch Selbsterfahrung. Und ich kann lernen, sofern ich das identifizieren kann, für solche Anliegen Lösungen zu finden oder wenn ich sie noch nicht gleich lösen kann, man muss nicht immer alles gleich lösen, manches dauert bis ins hohe Alter oder manche löst man auch nie, man kann trotzdem gut leben. Auch als beschädigter Mensch kann man würdevoll alt werden. Aber man kann lernen, Support zu organisieren, nicht allein damit zu sein. Also die Hölle, durch die man gehen müsste, die sich einigermaßen besser zu machen. Ja, und das Letzte hat sich aus dem allem schon ergeben. Es ist wichtig, dass ich für mich selbst und bei anderen Erleben und Verhaltensweise aus dem Dilemma-Zirkel identifizieren lerne. Und das geht durch eine
kollegiale Lernkultur, in der man sich ganz viel spiegelt. Spiegelungen sind ja, Spiegel sind ja ein ganz wichtiger Teil unserer Weiterbildungsprozesse. Jetzt kommen noch ein paar, da bin ich dann auch bald fertig. Die 60 Minuten sind bald rum. Dann will ich das nur noch mal kurz erwähnen. Es gibt noch so ein paar Zusatzaspekte, auf die ich einfach nur noch kurz hinweisen möchte. Das Antreiberkonzept der Transaktionsanalyse, ein ganz prima Konzept. Wer es nicht kennt, sollte das mal studieren. Es gibt auch da eine Dilemma-Problematik, zum Beispiel bei Perfektantreiber, jemand, der innerlich sich zur Perfektion drängt, der kann eine Konterdynamik entwickeln und man erkennt es gar nicht gleich. Der kommt so rein nach dem Motto, mir ist alles egal. Und dann sage ich dem, ja komm, ein bisschen perfekter könnte es da aber schon sein. Aber dieses alles egal ist eine Konterdynamik zu einem inneren Perfektantreiber. Und wenn ich das nicht erkenne, sondern nur nach oberflächlichen Merkmalen suche, dann kann ich Antreiberdynamik nicht gut erkennen. Deswegen auch da haben wir didaktisch das Konzept verwirklicht, dass wir die Antreiber vorspielen und die Leute die Erlebenszustände, die mit einer bestimmten Antreiberwirklichkeit verbunden sind, spüren lassen als Schulung. Und nicht nur das Identifizieren von Keywords. Da wollte ich jetzt einfach nur noch was sagen, das mache ich aber nur ganz kurz. Nicht, oft ist so, wenn man Dilemma lernt, sieht jeder in jedem schwer zu lösende Widersprüchlichkeit gleich ein Dilemma. Nicht jeder Widerspruch ist ein Dilemma. Im Gegenteil, in einer komplexen Welt gehören Widersprüchlichkeiten ganz normal dazu. Sie können zu Dilemmata werden, wenn ich keinen Metastandpunkt und keine Flexibilität und Kreativität entwickle, wie ich aus den verschiedenen Anliegen, die da reinspielen, ein multistimmiges, einigermaßen gut optioniertes Paket machen kann. Dann kann aus Widersprüchlichkeit zunehmend Dilemma entstehen. Und das Gleiche gilt mit Komplexität. Wenn ich zu unterkomplex bleibe in meinen Lösungsversuchen, die etwas komplexere Anschauungen und Lösungen verlangen, dann können daraus zunehmend Dilemmata entstehen. Also deswegen sage ich, eine der wichtigsten Vorbeugungen für Dilemmakonstellationen in Organisationen ist, eine angemessene Komplexität rechtzeitig zulassen. Dazu habe ich schon was gesagt, Dogmatismus und der Anspruch an sich, sei es aus Einfallslosigkeit, sei es aus Überheblichkeit, dass Problembeschreibung und Lösung, die sich aus dem eigenen Weltbild und aus der Schule, in der man groß geworden ist, allein ableitbar sind, das darauf zu bestehen und alles andere als Widerstand gegen die eigene Welt sich zu betrachten, ist eine Form von Fundamentalismus und da müssen wir vielfältige Kultur dagegen setzen. Das will ich jetzt auch nicht mehr erwähnen, nicht mehr ausführen, nur erwähnen. Es gibt verwandte Konzepte, dazu gibt es einen Aufsatz bei uns im Campus. Kontrolldynamik, Treibsand und fiktive Wirklichkeiten. Treibsand, ich muss lernen, anstatt Feststand zu nehmen, mich ganz flach zu legen und aufzupassen, dass ich mich nicht an der falschen Stelle viel bewege. Weil viel bewegen, festen Stand fassen, wenn die Umgebung Treibsand ist, bewirkt ein zunehmendes Einsinken. Da haben wir in der Familientherapie sehr viel Erfahrung dazu gemacht. Kontrolldynamik, das ist, wenn ich ganz auf Kontrollierbarkeit setze. Und dann wechselseitige Kontrollierbarkeit führt zu Unkultur. Das können wir in jedem Ganghaus beobachten, was da alles durch Kontrolle gelöst wird, was nicht geht. Probleme, Kontrolle beschäftigen die, die sie nicht nötig haben. Und wenn man sie so heftig macht, die Kontrolle, dass man alle erwischt, dann können die, die es gar nicht nötig haben, nichts mehr arbeiten. Also einseitige Kontrolldynamik ist eine Krankheit, keine Lösung. Und fiktive Wirklichkeit, das ist sehr interessant zu beobachten, wenn die Leute anfangen, ich gehe davon aus, dass, dann heißt das meist, dass sie Fiktion anbeten. Und es ist sehr interessant, wenn zum Beispiel eine Führungskraft im Unternehmen bei der Beschreibung eines Projektablaufs ab einem bestimmten Zeitpunkt davon redet, dass er davon ausgeht, dass.
Und die Berater gehen dann auch davon aus, dass, und dann gibt es auch den Auftrag, nach einem Jahr hat sich nichts bewegt. Und dann gehen sie beide davon aus, dass das irgendwie nichts war, aber dass man es nochmal probieren könnte. Und da werden leider sehr viele Ressourcen vergeudet und viele dieser fiktiven, nicht empirisch wirklich prüfbaren und zu prüfen erlaubten Annahmen über Wirklichkeiten können natürlich auch in Dilemmata führen. Damit sind meine 60 Minuten rum. Es traut sich hoffentlich keiner zu widersprechen. Und ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Also ich bin noch bereit nachzusitzen. Roman, abgehen, dass wir noch 5 Minuten überziehen, wer hin geht und ja, Kommentare, Fragen, Beiträge. Erstens danke schön, sehr klingend. Ich habe dieses Bild von der Ecke ganz früher, wie man steht vor. In der Ecke und sieht, hier kann ich nicht, hier kann ich nicht, und dieses Umdrehen und Rausgehen, nicht immer möglich, aber ab und zu. Mein Kommentar ist zu seinen Begriffen Strampeln und Ringen. Das ist beim Strampeln, jedenfalls für mich, da gibt es ein Regressionselement. Das ist nicht zielgerichtet, und es ist aus Frust. Mhm. Ringen setzt möglicherweise ein Gegner oder irgendetwas, womit man mehr Kraft haben möchte, um zu gewinnen. Und dann frage ich, was für andere Metaphern kommen, wo die Paradox und das Verzweiflung im jaspischen Sinne eine positive Grenzsituation, wo ich da weiter lerne, aber nicht ändern kann, wo das kommen könnte. Aber ich habe das sehr, sehr geschätzt und ich finde es toll, dass Sie hier diesen Vortrag doch aus Ihrer Zeit an diese Gerüchte rausgegangen sind. Wir haben davon profitiert. So vielen Dank. Was würden Sie gerne noch fragen? Ja, mich würde interessieren, Sie haben ja viel über das Verzweifeln gesprochen und beim Arbeiten mit Menschen, die sich eigentlich ja immer als diejenigen erleben müssen, die alles hinbekommen, fällt es ja wahnsinnig schwer, dieses Verzweifeln in ein Kommunizieren von Ohnmacht zu übersetzen, auch im organisationalen Kontext. Und Sie schreiben ja auch, dass es sozusagen eine Sprache der Verzweiflung manchmal vielleicht erstmal gelernt werden muss. Und das halte ich für einen sehr wichtigen Punkt im Training oder so. Und mich würde interessieren, was Sie da für Erfahrungen haben, was da hilft. Also spezielles Sprachtraining, dafür haben wir jetzt nicht. Aber es helfen einfach die Paraphrasierungen, dass ich das Gefühl habe, da weiß ich jetzt im Moment gar nicht, wie weiter. Oder wenn du dafür keine Lösung hast und guckst in den Spiegel heute Abend, denkst du, du versagst total. Aber guck doch mal genau hin, du bist immer noch der Gleiche. Und es ist nur das eine Problem. Oder mir geht es selbst auch manchmal so. Und wenn man von sich spricht und von der eigenen Verzweiflung, kann man da Rollenmodell sein. Also wir haben nichts sehr Spezielles, aber wir arbeiten ja fast immer in Gruppenkonstellationen. Also wenn dann welche über ein Dilemma-Thema zusammenarbeiten, andere hören zu, dann hören sie ja sehr viel Sprache. Also ich meine ja halt auch den Umgang mit der Organisationskultur, dass ich das ja eigentlich nicht darf. Also diese Ohnmacht zu zeigen. Und manchmal hilft es ja total, ja, in die Kommunikation zu bringen, aber das muss ja geübt werden. Also speziell mit dem Verzweifeln haben wir das nicht, aber wir haben ein Verantwortungskulturkonzept, bei dem wir das in Verantwortungnahme oder freundliche Konfrontation von Verantwortungsvermeidung auf der anderen Seite, das üben wir richtig in sprachlichen Figuren. Da gibt es auch ein Kommunikationstraining bei uns auf der Website dazu. Wobei das jetzt einfach zum Aufbau von Verantwortungskultur ist. Und dazu gehört eben oft auch das zur Sprache bringen der
wer muss welche Antworten zu was geben, wer muss, darf, soll, will Antworten geben. Und haben wir da gemeinsame Vorstellungen, weil in Organisationen das ja ein komplementäres System ist. Da gibt es ja keine natürlichen Regeln, es muss vereinbart werden und man muss sich wechselseitig in Verantwortung nehmen. Wenn man es anderen sehr leicht macht, zu vermeiden, trägt man halt mit dazu bei, dass sie nicht genügend zur Verantwortung eingeladen sind. Also da haben wir ein Training, auch ein richtiges Kommunikationsfigurentraining. Für die Verzweiflung speziell nicht. Im Anfang war die Rede von Ihrer Schmidt-Stiftung. Ja. Also Jochen hat, glaube ich, davon gesprochen. Und dass Sie da Organisationsberatung für Non-Profit-Unternehmen anbieten. Das würde mich noch interessieren. Wie kann man in den Genuss einer solchen Non-Profit-Beratung kommen? Also haben Sie denn auch sehr unterschiedliche Preisstaffelungen, das kostet ja vermutlich was. Also nein. Vielleicht würde ich noch ein bisschen praktisch ein paar Informationen geben über die Schmidt-Stiftung. Kosten tut gar, also nicht in Geld. Das ist alles pro bono, in Engagement und Verantwortungsbereitschaft. Auf der anderen Seite ist es manchmal schwerer zu kriegen als Geld. Die meisten wollen zwar Hilfe, aber sich nicht ändern, damit die Hilfe möglich wird. Insofern, ja, aber zur ersten Frage zurück. Also wir machen jetzt keine umfassende Organisationsberatung. Wir ersetzen auch nicht Coaching und sowas. Aber wir bieten Organisationen an, dass sie mit uns klären, ob sie überhaupt Bedarf haben, welche Art von OE-Know-how ihnen helfen würde und wo sie das hochwertig, wenn sie es entweder pro bono kriegen, wenn sie wirklich bedürftig sind, oder wo sie es auf gute Weise kaufen können, dass sie nicht beschissen sind. Und da geht man einfach auf unsere Website schmidt-stiftung.eu. Das ist hier am Heinsteinberg. Und da hat es Mitarbeiter, mit denen kann man sich beraten und da gibt's, das sind die Produkte und die Formate auch erläutert und es ist alles völlig kostenlos. Aber wir verdienen das Geld, wir spielen da ein bisschen Robin Hood. Also vielen Dank, Bernd. Ich finde das immer wieder sehr spannend, wie du die Dinge zusammenbringst. Und ich würde gerne die Frage nochmal aufgreifen mit der Sprache der Verzweiflung. Glaubst du, das kann helfen, in Richtung Diffusion ein bisschen zu arbeiten? Also sich nicht mehr als verzweifelt zu erleben, sondern eine Seite von mir erlebt Verzweiflung. Also jetzt sind wir bei sowas wie einem Seitenmodell, um eben wieder eher in so eine Steuerposition zu kommen. Würdest du das an der Stelle empfehlen oder nimmt das einfach zu viel von dem Erleben weg, dass man nicht tief genug ins Erleben eindringt? Das ist im Einzelfall die Frage. Also das Wort Diffusion hast du benutzt. Das löst bei mir Assoziationen aus von, nehmen wir es nicht so genau. Und da ist es nicht gut. Die Verzweiflung soll ja diagnostisch geschärft werden. Was macht mich eigentlich verzweifelt? Wo merke ich am stärksten, dass das gar nicht geht? Und da auf keinen Fall verunschärfen. Mildern im Sinne von Containment, im Sinne von, du bist damit nicht allein. Und sich so zu fühlen und an bestimmten Stellen Leistungen, auch wenn sie erwartet werden, man selbst oder andere, nicht bringen kann, ist keine Infragestellung deines Könnens, deiner Professionalität. Insofern ist es begrenzbar, aber es fühlt sich trotzdem scheußlich an. Man darf sich da auch keine Illusionen machen. Also wenn man sich der Scheußlichkeit von Scham und Verzweiflungsgefühlen entziehen möchte, dann ist man schon wieder nah am Strampeln. Für eine letzte Frage? Wenn nein, dann ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Nicht in die Verzweiflung.